Ja, Kinder und Masken in der Schule, im Unterricht. Ich möchte kurz mal auf etwas hinweisen. Das ist Free 21 Magazin. Im Netz findet man es unter www.free21, also das englische Wort free mit zwei E ist ja klar, .org. Ein Virus als Waffe. Ist das kindgerecht und medizinisch geboten? Also so sieht die Zeitschrift aus. Ich mach's kurz. Ist das kindgerecht und medizinisch geboten? Da geht es darum, dass in der Heinsberg-Studie von dem Streeck, ja, Streeck, kennt man ja zumindest in Deutschland. Gerade war er richtig, ja, dass sich gezeigt hat, dass es in den Haushalten nicht häufig zur Ansteckung gekommen ist. Die Kinder haben sich in den seltensten Fällen angesteckt. Und wenn, dann haben sich Kinder von Erwachsenen angesteckt und nicht, dass Erwachsene durch Kinder infiziert wurden. Also, dass die Kinder Virenschleudern sind, Keimschleudern. Das hat sich dort ganz klar gezeigt, dass es nicht zutrifft. Die Studie hat das im Grunde schon zu Beginn widerlegt. Und hier steht zum Beispiel dann auch in dem Artikel, da aber die gesamte Debatte um die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 stark polarisierend geführt wurde, hier die Leugner und Impfgegner und dort die Experten, die sich vor allem auf die Gefahren durch Covid-19 konzentrierten, wurden die Belange der Kinder und ihrer Eltern mal wieder nicht aufgegriffen. Von denen, die tatsächlich ihr Geschäft nicht halten konnten oder sollte noch ein Lockdown wirklich kommen, was ich nicht glaube, spätestens dann nicht mehr halten können, ist hier nicht die Rede. Es geht um die Kinder und die Eltern in dem Artikel. Man findet den unter der genannten E-Mail-Adresse. Es kommen auch andere zu Wort hier. Es kommt Sandra Reuse zu Wort, Dr. Med, Silke Mettlin und so weiter. Ach, dieses iPhone macht oft nicht so ganz, was ich möchte. Also schaut doch einfach mal. Ich habe hier die Zeitschrift abfotografiert. Aber ihr findet das Ganze ja auch unter der genannten E-Mail-Adresse im Internet. Und mal was ganz anderes. Noch einmal der, den ich auch schon mal genannt hatte. Und zwar stammt das SARS-CoV-2-Virus aus der Natur oder aus dem Labor? Es ist wirklich aus dem Labor. Da habe ich auch durch Amerikaner Informationen bekommen, ja schon vor längerer Zeit. Und dann wird hier jetzt auch noch mal der französische Nobelpreisträger Luc Montagnier. Ich habe den ganz früher mal in einem Video schon mal erwähnt. Und zwar nicht erwähnt, ich habe das Video gezeigt, reingestellt über seine Ansprache. Hat Sequenzen des HIV im Coronavirus entdeckt. Das ist ein Artikel von Matthias Bröckers. Ist wohl leider wirklich eine Tatsache, dass da so ein HIV, so ein Retro-Virenanteil, was auch immer das ist, weil manche sagen ja auch, es gibt sogar keine Viren, darin enthalten ist. Und ich sage dazu mal was ganz anderes. Natürlich ist es in den großen Städten vermutlich, ich habe das auch schon mal gesagt, wirklich schlimmer, wenn Menschen so unter Stress sind, ungesunde Lebensweise, psychisch unglaublich belastet, keine Basis haben, vielleicht auch keine Gemeinschaft,
Irgendwie doch auch Einsamkeit, all diese Kriterien. Existenzangst, keine Basis, keine Sicherheit. Und eben diese Louise L. Hay, das ist auch ganz interessant, die hat ja damals auch geholfen, als HIV in der Szene ja zunächst der jüngeren homosexuellen Männer so verbreitet war und sich so stark ausgebreitet hatte. Es geht dabei auch um, ja, ein Stück weit um Selbstannahme. Das fehlte dort, das hat sie ganz gut beschrieben. Das ist wiederum eine spirituelle Sicht, aber wir sind ganzheitliche Wesen. Krankheit hängt auch mit, also der Körper hängt mit Seele und Geist, mit unserem Herzen zusammen. Und dort war es eben so, dieser, ja, Forever Young und einfach oberflächlich nur der Body-Schön-Kult, dass da diese Selbstannahme, diese Selbstliebe, die gesunde, ja, ich sag mal, ziemlich krank war bei vielen. Und da gibt es Zusammenhänge, das hat sie beschrieben. Und das ist auch kein Humbug. Da darf man auch noch mal einfach, ja, das vielleicht, ich wollte es einfach nur noch mal genannt haben für Bewusstmachung. Und ja, bei im Hinblick auf Grippe kann man bei der Louise L. Hay sehen, da spielt auch der Glaube an Statistik und an Zahlen eine Rolle. Natürlich gibt es dann auch dieses kollektive Bewusstsein, aber eben, das hängt ja auch wiederum zusammen. Also alles ist irgendwie in Verbindung und nichts ist so losgelöst zu betrachten. Das wollte ich heute auch noch mal gesagt haben. Für unsere Kinder, ja, und einfach auch noch mal um den anderen Blick, die andere Sicht, allgemein auch auf im Hin, also auf Krankheit. Auf Krankheit und Gesundheit. Ja, danke fürs Zuhören.